Okay, das dürfte hinhauen. Und damit herzlich willkommen zurück bei Granny. Und damit herzlich willkommen zurück bei Granny Chapter 2. Ja, mir ist ja noch ein bisschen was eingefallen, habe ich auch beim letzten Mal gesagt. Bei dem Teleport-Glitch, da bist du ja auch woanders nur rauskommen. Mal schauen, was da so zu machen ist oder was man da machen kann. Und wenn man auf dem Dach ist von der Hütte draußen bei dem Baby, kann man Granny in die Pampe locken, dass sie vielleicht doch geschnappt wird vom Haustier. Und kann man Slendrina irgendwie erschießen. Man ist zwar ein Geist, aber kann man trotzdem irgendwas anstellen, dass sie dann auf einmal verschwindet oder keine Ahnung, irgendwie was wird? Das schauen wir uns heute an. Aber bitte nicht vergessen, wenn ihr es nicht gemacht habt, klickt dann auf Abonnieren, Daumen hoch, wäre richtig geil. Also erstmal kurz auf Practice, dann mache ich das mit Slendrina zuerst. Mehr Sachen rausfinden an Tag 1. Oh, das war jetzt schon kraftvoll. Ja, da haben wir jetzt einiges, was wir uns anschauen wollen. Ich denke, danach wird es wieder ein bisschen ruhiger, außer es kommt ein Mega-Update oder so. Ich bräuchte im Prinzip jetzt nur die Stun-Gun. Das ist alles. Weil, ja, und die Security. Entweder das oder Stun-Gun und Ranch. Dann können wir nämlich relativ fix, nehme ich dann rüber, weil ich will ja die Munition auch wieder einsammeln können. Nur mal kurz das Rennadresse schauen, ob vielleicht die Stun-Gun hier unten ist. Nein, natürlich nicht. Ist leider nicht immer am gleichen Ort. Hätte ja sein können, weißt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Weiß immer die Lampe, weißt. Ich weiß nicht, warum die ganze Zeit da durch die Gegend eiert. Eine sehr lebendige Lampe. Sollen sie mal wieder verkaufen und mal neue kaufen. Da war nur Sparkplug drin. Ich weiß nicht mal, ob ich heute überhaupt flüchten will. Weißt du, ich fühle mich doch pudelwohl hier. Okay, da sind die Cutting Players. Boat Key. Weißt, jetzt kommen die ganzen Sachen, mit denen du flüchten kannst. Ich aber nicht brauche. Meat. Nein. Brauche ich nicht. Ich habe schon gegessen. Vielen Dank. Kind wahrscheinlich auch schon. Und das ist hier. Okay, hier wäre der Benzinkanister. Oh. Jetzt ist mir gerade eine Idee kommen. Oh ja, oh ja. Das habe ich im Intro gar nicht gesagt. Das Spinnenkrabbel-Thingy-Magic in die Luft jagen. Das könnte man versuchen. Ja, aber erstmal schauen wegen Slendrina und so. Das wäre eine Idee. Die Idee ist mir spontan gerade durch den Sinn kommen. Das könnten wir tatsächlich versuchen. Weil bei Grandpa und Granny, da kennen wir das Ganze schon. Aber nicht beim Baby. Also bei dem Spinnen-Baby-Thingy-Magic. Komische Kreatur da, weißt. Dann brauche ich nur den Weapon Key. Und ich denke mal, der ist... Wobei, warte mal. Ich müsste dann theoretisch nicht mal ein neues Spiel starten. Ich bräuchte mir nur von dem Haustierle dann aufschnabulieren lassen. Dann passt es schon. Nur die Frage ist, wo ist der Security Key? Der ist blöd. Wenn ich jetzt den Security Key nicht finde und die Dusche zumache. Ich will da nicht bleiben. Das ist schmutzig hier. Könnte theoretisch mit dem Glitch dann kurz rüber. Weil da könnte die Brechstange sein. Aber vorher erstmal Meat schnappen, damit ich relativ gefahrenlos durchkomme. Ich liebe diesen Glitch, by the way. Ach, lol! Geht ja nicht. Aber ist ja wurscht. Ich brauche mir nicht rüber glitschen. Ich habe Meat. Mit Meat geht alles. So, nur aus Interesse mal schauen, was da alles auf der anderen Seite ist. Hi. Lass mich durch. Ja, ich wusste, es ist die Brechstange. Da, komm. Futter. So, jetzt schnell. Weil er braucht nicht lange. Siehst du, ist er fertig. Der Klone. Da! Das ist es, was ich mal offscreen gesehen habe und ich halt nicht zeigen könnte, weil ich es nicht aufgenommen habe. Diese Lampe lebt. Ich könnte die Lampe Nummer 5 nennen, weil Nummer 5 lebt A. Sehr schön, hier ist die Stun Gun. Jetzt pass auf, wie mache ich das jetzt? Ja, ich brauche immer noch den Security Key. Für was brauche ich eigentlich wieder den Security Key? Ja, dass ich in den Security Room komme und nach oben klettern kann und so weiter und so fort. Also machen wir kurz erstmal die andere Kiste auf. Da ist... Was könnte da drin sein? Keine Ahnung. Ich lasse mich überraschen. Wie ist denn das Kalender? Plopp. Handwheel. Unnötig. Erstmal probieren wir das aus... Achso, ich wollte ja eh den Weapon Key haben. Wegen Slendrina. Und ich habe gerade... Ach ja. Gar keine Ahnung, wo der dämliche Security Key ist. Weil da ist der Boat Key. Weißt du, er könnte überall sein, weißt du. Da ist er nicht. Das ist eigentlich so das Hauptproblem, wenn man findet die ganzen Sachen. Nur mal kurz hier runter schauen. Ob ich vielleicht nicht doch was übersehen habe? Nein. Und ich übersehe gerne Sachen. Wo ist der Blaze Security Key? Der muss ja irgendwo im Haus spawnen. Muss. Ja, siehst du, es war schon wieder die Lampe. Ich schmeiß die Lampe gleich weg. Weißt du, was nervt mich halt ein bisschen? Dass du die ganze Zeit nur rumsuchen kannst. Da ist nix.
Die blöde Lampe geht mir auf die Nerven! Wo flackt sie jetzt, die Lampe? Auf einmal kommt sie auf mich, bumm, Game over. You suck. Nee, ich hab keine Ahnung, wo die blöde Security Key ist. Die Karte im Player bringt mir auch nichts, weil ich den Security Key nicht hab. Da drin habe ich ja nur den hier gesehen. Ich brauche halt den Weapon Key. Aber ich nehme dich mal kurz mit. Vielleicht finde ich ja irgendwie noch den Weapon Key. Ja, dann machen wir das zuerst und dann starte ich nochmal das Spiel. Zack, zack, zack. Weil ich hätte dann genau noch einen Schuss für Slendrina. Dann könnte man zwei Sachen auf einmal machen. Dann brauche ich noch den Benzinkanister. Der ist oben. Das mit dem Teleport-Clash, wo sie ja woanders hin teleportieren kannst. Also ich glaube einfach hier hintere. Das machen wir auf jeden Fall noch. Ja, ich weiß, ich habe schon gesehen, da sind zwei Kugeln. Blub. Okay, probieren wir das mal aus. Ob das geht. Ich habe auch nicht mal die Stun-Gun oder so. Also könnte ich ihn jetzt gerade nicht schocken. Ist eigentlich hinter der Bille mittlerweile mal was? Nö. Kann ich hier raus? Nö. Das wäre ja mal was, wenn ich hier raus könnte. Ja, könnte ich ja theoretisch. Also, jetzt pass auf. Das schmeißen wir hier hin. Ich habe nur zwei Versuche. Nur zwei Versuche. Hey! Kommst du her? Ja. Im Arsch, komm her! So. Okay, das dürfte hinhauen. Ah! Okay, das geht auch. Und? Nee, da geht gar nichts. Du kannst bei Syndrome ja gar nichts mehr machen. Nee, funktioniert gar nichts. Schade. Mein Vorteil ist jetzt, dass ich mich hier bewegen kann. Aber hier ist nichts. Ja, blär halt rum. Oder Blärhafen. Ja, das war pretty much alles. Aber ich muss eh noch neu starten. Also jetzt haben wir das hier gemacht. Ich wollte ja erst das mit dem Schock machen, aber hat sich ja eigentlich jetzt pretty much erledigt. Du stehst eh wieder auf, sobald ich drauf gehe. Und die zweite Nacht, der zweite Tag startet. Von dem her. Der schläft nur. So, jetzt habe ich es gesagt. Du. Also, was wollte ich jetzt noch genau? Das mit dem Teleportieren? Könnte ich machen? Ja, und dann das mit Granny hin. Ach nee, da komme ich ja nicht hin. Ja, dann starte ich mal schnell neu. Und wir sind back. So, die Einzige, die jetzt aktiv ist, ist Granny. Das heißt, ich sollte nochmal hochrennen, damit ich gleich ins Schlafzimmer komme. Aber ist ja eigentlich wurscht. Nachdem es nur Granny ist, haben wir jetzt den Bolt Key. Jetzt kommt die eh dann gleich runtermarschiert. Dann können wir schön im Kreis rennen. Und uns gegebenenfalls hier verstecken. Steering Wheel. Sehr schön. Das war sehr sarkastisch. Jetzt weiß ich gerade nicht, wo sie ist. Hallo? Heidi! Ist sie jetzt schon unten oder torkelt die oben noch rum? Hä? Was dampft da so? Ach! Die ist in der Küche oben. Okay, ich denke mal gerade, was dampft da so? Das heißt, wir können uns hier erstmal frei rumbewegen. Erstmal. Ah, ich muss herunterlocken. Wenn sie jetzt nicht schon herkommt. So, komm mal kurz runter, ich muss rauf. Ja, du hast mich schon gesehen. Du hast mich gesehen. Ist ja schön. Ja, mit Grandpa zusammen wäre das jetzt mir ein bisschen zu nervig. Ganz ehrlich. Möchte ich nicht. Ja, komm, kleine Granny. Ja, komm. Sehr schön, da ist der Security Key. Just what I needed. Nachdem Granny nicht klettern kann, schmeiß ich den mal hier schnell hin. Ha! Bin halt einfach noch klug. Granny kommt hier nicht hoch. Granny kann nicht klettern. Ja, da, wo du nicht hinkommst. So. Wow! Hab ich den jetzt gut reingekriegt? Also ich könnte theoretisch da runter, was jetzt nicht so praktisch wäre. Ich meine, ich habe jetzt hier offen. Ich könnte... Warte, ich habe das mit der Ranch noch nicht gemacht. Nehmen wir mal den Security Key mit. Teleportieren... Und, au. Und zum Baby. Baby! Mocke und Hut zum Baby! Ah ja, lol. Da lang. So. Dahin! Nee, okay. Die geht zwar durch die Pampe, aber... Nee. Hat auch noch eine Bärenfalle da aufgestellt. Kannst mich nicht erreichen. Bin unbesiegbar. La 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 la. So, müssen wir schnell so machen. Granny kann mich nicht schnappen dabei. Also, Granny da durchleiten. Passiert nichts. Genau, das mit Slendrina und das mit... Ja, okay, dann haben wir ja pretty much das, was ich eigentlich mache. Zeigen wollte. Okay. Was ist jetzt, wenn ich mich weiter links platziere? Ja, da kommen wir jetzt hier raus. Wow. Wow. Ach, toll, jetzt bin ich schon wieder hier gelandet. Tolle Wurst. Na also, geht doch. Also, ich will jetzt nicht zu dem Blinkind. Ja, komme ich nur hin. Also,
Keine Ahnung, es gibt bestimmt noch eine andere Möglichkeit. Aber okay, dann lass es hier erstmal gut sein. Ich habe gedacht, dass man doch woanders hinkommt. Blaze, Kind, Blaze. Also Spendenkind. Wenn mal ein paar andere richtig coole Glitches rauskommen oder halt auch ein neues Update mit neuen Sachen, dann schauen wir wieder rein. Ja, dann sag ich mal, ich hoffe, es hat euch gefallen und man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dann.